Hallo, da bin ich wieder. Knapp über 20 Minuten, tut mir leid. Familie wollte mich halt mal kurz sehen. Nicht nur essen und wieder weg. Fand die Tochter doof. Okay, was habe ich verpasst hier? Chatmäßig. Dö-dö-dö-dö. Genau, die Review. Ja, es ist auch dreist, wie sich Dwarf Fortress an Rimworld bedient hat. Finde ich auch. Direkt verfluchen das Spiel. So, warte mal. Wir haben. Dimpelcups haben wir anscheinend Seeds für. Warum haben wir keine Plumpelle mit Seeds? Ist einfach ein Dimpelcup-Farm machen? Machen wir halt mal ein paar Dimpelcups. Warum nicht? Können wir auch mal. Und 58 Mods gibt es schon. Verdammt. Die Mod-Community ist wirklich schnell. Aber jetzt nochmal so, wo wir gerade bei den Seeds waren. Immer noch Labor, Kitchen, Seeds. Wir haben 316 Plum-Helmets, die nicht verarbeitet werden. Das heißt, ich müsste jetzt sagen. War auch unter Work Orders. Ne, war unter Tasks. Nein. Labor. Wir haben ja unseren Brew Cook. Die Brew Cooks sollen eigentlich nur brauen und kochen. Da machen wir den rein. Du machst nichts anderes mehr. Du machst nichts anderes mehr. Und du machst nichts anderes mehr. Es kann doch nicht sein. Weil hier steht ja keiner in der Küche. An den Stillen ist ja gar nichts los. Es geht doch nicht. Wir müssen doch mal loslegen. Alarm. Ist jemand erfroren? Nein, dumm, 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 dumm. Ist einer von uns? Ein Ex-Dwarf. Das heißt, ihr seid jetzt nur noch neun? Nö. Der eine hat einfach nur kein Bild, aber der ist da. Das ist keiner von unseren Zwergen, der zählt nicht. Der zählt nicht. Halte ich jetzt einfach mal fest. Das ist nicht unserer gewesen. Kann ja nicht, weil sonst würde im Squad was fehlen, weil andere Ex-Dwarfs haben wir nicht. Also belassen wir es dabei. Es war keiner von uns, alles ist okay. Jetzt müssen wir nur. Das mit den Drinks ist wirklich hart. Wir haben ganz viel Fleisch. Okay. Das waren die Kämpfe. Du hast die Trance vorhin gehabt, ist okay. Tod, du bist Soldat geworden. Besucher, der erfrorene Zwerg, der nicht unserer ist. Ja, was haben wir immer noch die 113 da stehen? Essen, es regnet. Und die Kämpfe, das war er hier. Hat er die alle fertig gemacht? Er kickt, er hackt. Einfach mal so, er kratzt. Also du hast eine Axt. Achso, da mit dem. Da haust du ihn mal mit einer Axt. Okay, ich wollte gerade sagen, warum kämpft er so komisch? Kratzen und beißen. Da ist die Trance gewesen. Ah ne, da ist er ausgestiegen aus der Trance. Hat das alle zerlegt. Hallo, Line Firing. Nein. Soweit ich weiß, noch keiner. Die Loks sind weg. Wenn es weggeklickt ist, ist es weg. Ist die aktuelle Vermutung. Haben wir alle schon gesucht. Meine Hoffnung war, dass es irgendwo hier oben vielleicht auftaucht, aber. Das sind unsere Bücher. Wo auch immer wir die. Ach, die haben wir vorhin gekauft. Wir haben ja alles gekauft, was es gab. Und so weiter. Aber hier ist halt leider nichts.
auch auf Steam. Gut, dann sind also nicht nur, bin ja nicht nur ich zu doof und ihr, sondern alle. Das ist gut. Das ist eigentlich das Einzige, was mir wirklich... Oh, 114. Mehr. Also entweder gibt es einen Mod oder die müssen das in einem relativ zeitnahen Patch nachsteuern, weil das vermisse ich mit am meisten. Das ist schön, dass ich hier sozusagen die Sachen hier durchklicken kann, dann sehe ich das und mache das weg. Aber ich möchte das Log gern sehen. Was, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal gucken möchte, wie der Kampf jetzt war, mich die Nachricht hier aber stört, ich mir denke, ach, das gucke ich irgendwann mal nach, wenn ich Zeit habe. Oder Lust. So. Ich wurde wiedergewählt als Katzenfreund, kein Wunder. Ne, wer Katzen mag, den müsste wieder, den kann man nur lieb haben. So, das Wasser hier wird aber auch nicht mehr. Dann können wir auch ruhig wieder am Hebel ziehen. Geht auch direkt einer hin, hat keiner was zu tun. Ihr wascht euch, da stehen ganz viele. Da stehen alle in der Wasserecke. Ja gut, mit solchen Sachen ist es dann halt voll. Ist genauso wie den und den Job hier, das hier. Damit wäre ja halt mein halbes Log jetzt auch voll. Aber trotzdem, es gab ja zwei Logs. Es gab ja das Log, wo alles mögliche drin steht. Und es gab dieses Kampflog unter R, wo dann halt die Kampfloks drin standen, die Befragungen und wenn Missionen oder sowas durchgeführt wurden. Und hier ist irgendwas kaputt gegangen, deswegen kannst du nicht trinken. Vielleicht der Becher, mit dem du es gehalten hast. Gehen die kaputt mit der Zeit? Weiß ich nicht. Nie versucht. Und die Markierung von dem... Okay, muss irgendwo hinklicken, dann hört die auf. So, jetzt arbeiten die Stillen. So, weil ich euch gesagt habe, ich habe jetzt da drei Leute eingeteilt, die nur noch kochen und brauen. Und nichts anderes mehr machen dürfen. Ich glaube, jetzt könnte es mal funktionieren. So, warum sammelt ihr euch auch die Zwergenkinder? Es sind ein sehr bärtiges Kind, würde ich jetzt vom Bild her mal sagen. Sind Zwerge schon bei der Geburt an mit Bart? Also es ist zumindest klein und es hat einen Bart. 10 Jahre, okay, 10-jährige Zwerge haben schon einen Bart. Würde ich unterschreiben, ist okay. Migranten. Die Zahl steigt. Alter. Okay, wir sind jetzt bei 131. Es wird immer mehr. Das Floodgate geht nicht zu, weil was drunter liegt. Das sieht so auf aus. Ja, das Problem jetzt gleich wieder, ne? Ja, es liegt was drunter. Das muss weggespült werden, damit das zugeht. Oder man sieht es, nein, das ist sonst anders. Drunter bewegt sich ja das Wasser. Das ist sonst nicht, wenn der Hebel gezogen ist. Und das Wasser bewegt sich da noch durch. Das heißt, das Floodgate geht aktuell nicht zu, weil da die Klamotten von irgendwelchen Leichen drunter liegen. Daran ist ja auch schon mal eine Festung von mir draufgegangen. Weil sie die untoten Horden unter dem Floodgate gesammelt haben, konnte es nicht geschlossen werden und haben die Untoten uns überrannt. Die Metalsmith Guild möchte auch eine Gildenhalle haben. Warum nicht? Gönnen wir euch auch eine Zone. So, akzeptieren. Gilde. Metalsmith Hall, da. Nomal has been appointed to the position of Dungeon Master of the Gate of Gold. Champion of the Gate of Gold. Oh Gott, da ist ja Massensterben wieder in irgendeiner. Wieder der Champion?
Okay, wo ist Gate of Gold? Kann ich das hier drin suchen? Hm, ist bestimmt irgendwas, was mit uns zu tun hat. Hier drin suchen wäre jetzt cool. Ich wüsste gerne, wo es das Massensterben war. Zwergenfestung auf irgendwas. Wir sind ja von The Boot of Vaulting, Dawn of Prophecy. Ja, alles klar, das sind wir. Wo ist das jetzt passiert? Wir hatten das schon mal, danach gab es keinen König mehr. Das sind wir, damit haben wir Krieg. Jetzt das natürlich im Log nochmal nachgucken zu können, wäre cool. Was da jetzt war. Kann jetzt auch nicht gucken, wo die Hauptstadt von euch ist, ne? Wir könnten auch dahin. Ich würde auch gerne wissen, wo ihr seid. Man da angreifen könnte. Also wenn man über einen Zivilisationsbildschirm sich direkt anzeigen könnte, wo liegt eure Hauptstadt und dann schickt man seine Leute dahin und klärt das mal. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. So, hier unten sind jetzt ganz viele Schlafzimmer fertig. Oh, ich freue mich immer so, wenn ich Schlafzimmer einrichten darf. Ah. Bett. Na, nicht mittig. BFB. So. Das muss ich mir, wie gesagt, mit den Blueprints einmal angucken. Ich habe sie jetzt zwar gefunden, aber die scheinen nur fürs Mining zu sein. Also muss ich noch mal genauer schauen. So, ein zehntes Bett haben wir doch noch. So. B. Das vergesse ich immer. PR. So. Die Türen nicht auch auf 10 hochgesetzt? Die kommen alle nicht mehr zum Arbeiten, glaube ich, weil die alle möglichen Arbeiten nebenbei machen. Aber ich wüsste gerade nicht, was. So viele Jobs haben wir noch gar nicht mehr. Ja, aber Blueprints ist ja das hier. Das Problem ist, dass der Text aus dem Bild rausgeht. Change to Blueprint. Print-Only-Mode. So, wenn ich jetzt in diesem Only-Mode drin bin, so, dann will ich jetzt einmal. Ich kann die Zeit weiterlaufen lassen. Ich traue denen nicht. Wir gehen erstmal das hier nochmal durchkämpfen. Axtwaff. Caretaker, was ist hier? Fertig. Wir haben keine Spawns, wie immer. Poet. Und alle möglichen Jobs wurden geändert. Da muss ich nochmal gucken. So, also ich bin jetzt im Blueprint-Modus drin. Mit dem kann ich jetzt aber theoretisch Mining und so weiter angeben. Es gibt den Blueprint. Wenn ich jetzt auf Bauen gehe, kann ich nämlich nicht. Ab dem Moment, wo ich hier was klicke, ist es weg. Wenn ich auf Mining gehe, ist das hier so. Ich kann jetzt zum Dig-Mode wechseln. Ach so, ah, da oben ist noch mal eine Info. Mein Bildschirm ist zu groß. Das Regular Mining, Regular Mining Blueprint. Converting. Also dann kann ich den Blueprint umändern. Das ist das wird und das ist Converting Mining zu Blueprint. Es gibt den Blueprint nur fürs Mining. Und nicht für die Zimmer. Bei Furniture gibt es das nämlich leider nicht. Nur fürs Diggen. Ach, ich mochte das so gerne, dass ich halt über das Copy-Paste sonst auch einfach die Zimmer mit ausstatten konnte. Das hat das Leben so vereinfacht. Also wirklich vereinfacht. Einmal nur einen Raum durchklicken und danach einfach nur PPPPP, alle Zimmer fertig.
Das war schön. Da muss ich ja Makros schreiben. Ich habe keine Ahnung von Makros. Hast nur Dumping, Melting und sowas. Das hilft mir nicht. Ach, schade. Mehr Kätzchen. Herbalist gilt. Okay. Nicht zwei, drei. So, ne? Meeting Area. Für Accept. Und dann zuweisen die Gildenhalle. Herbalist. Herbalist. Wird irgendwo mittig unten. Irgendwo da unten habe ich euch mal, glaube ich, mal gesehen. Da schaut der nach Herbalist da. Ja, trotzdem. Nein, was heißt jetzt B, P, R? BFB. So, die 10 sind fertig. Ich glaube, ich brauche erstmal einfach nur alle Betten nicht dahin. Alle Betten hinbauen, als Schlafzimmer designieren und dann das Beste hoffen. Ist jetzt schon wieder passiert. Oh nein, jetzt bin ich auch noch besessen. Okay. Ich bin besessen. Gucken wir uns gleich mal an. Irgendjemand kämpft. Und ein Rabe kämpft gegen ihn. Okay, ist mir egal. Und ich bin besessen. Das ist nicht schön. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ich bin weg. Ich habe Urlaub. Da bin ich. Hierhin. Folgen. Ich trage eine Kapuze. Da bin ich, jetzt habe ich es. Das ist immer ganz links. Ich erwarte immer, dass es in der Mitte ist. Was brauche ich denn? Irgendein Knochen oder sowas. Ist da Blut? Da ist Blut. So. Bürgermeister. Noch läuft er. Noch findet er alles, was er braucht. Brauchst du noch mehr Knochen? Scheint so. Ich baue bestimmt irgendwas total Widerliches. Einfach nur eklig, sowas, keine Ahnung. Oder so ein Gedenk aus ganz vielen Katzenknochen. Wo läuft eigentlich meine ganzen Katzen nochmal? Oh, oh.